Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde langfristig steigender Kurse und Dividenden. Mein Name ist Thorsten Tietz, ich bin der Gründer der Seite Aktienfinder.net, dem Aktienscreener, früher für Wachstumswerte, aber jetzt habe ich es umgenannt. Wachstumswerte ist leicht missverständlich. Da sind einige Leute davon ausgegangen, dass es sich hier um irgendwelche heiße Hightech-Buden handelt, das ist aber nicht der Fall. Hier geht es um langfristig steigende Kurse und Dividenden, also um Aktien, in Aktien investieren, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Und das Obermotto ist Qualitätsaktien für jedermann, weil ich der Meinung bin, dass möglichst viele Leute in solide Aktientitel investieren sollten, um von dem allgemeinen Wirtschaftswachstum eben zu partizipieren. Und ganz im Rahmen dessen haben wir das Starterdepot. Das Starterdepot, das bauen wir auf. Das ist eine Serie auf YouTube. Und da sind schon einige Folgen gelaufen. In jeder Folge stimmen wir über Aufnahme einer neuen Aktie ab. Ich stelle einige Unternehmen vor. Es soll sich ja immer um Weltklasseunternehmen handeln, mit den besten Aussichten eben von langfristig steigenden Kursen und Dividenden dann zu profitieren. Und wir haben im letzten Video abgestimmt über eine Aktie im nicht zyklischen Segment im Pflegebereich. Und da standen zur Auswahl Unilever, Procter & Gamble und Reckitt Benckiser. Ich entschuldige mich an dieser Stelle für die schlechte Aussprache einiger Unternehmen wie Diageo und Reckitt Benckiser. Man weiß, was gemeint ist, und ich glaube, das ist das Wesentliche. Procter & Gamble ist ziemlich untergegangen mit 14% der Stimmen. Reckitt Benckiser, 22% der Stimmen, schon mehr, aber gegen Unilever mit 63% der Stimmen, also faktisch fast zwei von drei Stimmen haben für Unilever gestimmt, und insofern hier der klare Sieger Unilever. Folgerichtig habe ich hier einen Sparplan angelegt für Unilever, denn wir investieren im Rahmen des Starterdepots mit Sparplänen. Wir legen 500 Euro im Monat zur Seite, investieren also 500 Euro jeden Monat und suchen uns maximal 20 Aktien aus, in denen wir investieren, sodass dann das Ganze auch auf 500 Euro aufgeht. Und wir haben jetzt schon 8 Sparpläne, habe ich richtig gezählt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, genau. Und ich habe Unilever jetzt eben als neuesten Sparplan hinzugefügt. Hier sind wir bei der Consorsbank. Zu der Unilever-Aktie, hier haben wir eine Doppelnotierung, einmal in Großbritannien, einmal in den Niederlanden. Ich habe die niederländische Aktie hinzugefügt, nicht die aus Großbritannien. Mir ist bewusst, dass im letzten Update von Consors, da steht nur die britische Aktie als sparplanfähig drin. Ich habe es einfach ausprobiert, und die niederländische Aktie ist ganz offensichtlich auch sparplanfähig. Insofern, also du hast die Auswahl, welche Aktie du hinzufügst. Es handelt sich um dasselbe Unternehmen, macht also aus der Sicht keinen Unterschied. Es gab noch einen guten Kommentar, der auf den leidigen Steueraspekt hinging oder abzielte bezüglich der Steuern, die auf die Dividenden anfallen. Denn es ist ja immer so, dass wenn wir eine ausländische Aktie im Depot haben, dann teilen sich zwei Staaten quasi die Steuer auf die Dividende auf, einmal der deutsche Staat und einmal der ausländische Staat. Es sei denn, der ausländische Staat ist so großzügig, dass er keine Quellensteuer abführt, also einbehält, und ist im Fall für Großbritannien der Fall, also für die ja, englische Unilever sozusagen. Für die niederländische Unilever, da behält der niederländische Staat, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, 15%, 15%, 15% glaube ich ein. Und wir haben aber trotzdem keine höhere oder keine zusätzliche Besteuerung, weil der deutsche Staat dann eben nur die 10% einbehält. Vielleicht ist es auch umgekehrt, vielleicht behält der Niederländische 10% ein und der Deutsche nimmt 15%. Jedenfalls, wir kommen so oder so nicht über die 25% Steuerlast. Es sei denn, und das wurde jetzt in dem Kommentar erwähnt, wenn wir allgemein noch unter dem Steuerpauschbetrag von lediglich, ich glaube, 801 Euro sind, dann könnte es vorteilhaft sein, wenn man die britische Aktie wählt, weil der britische Staat oder der englische Staat ja nichts einbehält, und dann würden 25% Steuern vom deutschen Staat einbehalten werden, und dann steht das deutsche Staat, Steuerpauschbetrag, okay, dann behalte ich überhaupt nichts ein. Und wenn es bei der niederländischen Aktie ist, dann würden halt
je nachdem, wie es jetzt war, ich glaube, 15% hätte der dann einbehalten. Der deutsche Staat würde dann auf die 10% verzichten. Eventuell kann man dann vom niederländischen Staat, das weiß ich aber nicht, die 15%, die er einbehalten hat, zurückholen. Aber machen wir uns nichts vor, für diese Centbeträge, um die da geht, macht es natürlich keiner. Also, wer unter dem Steuerpauschbetrag ist, für den würde es eventuell Sinn machen, die englische Variante in den Sparplan aufzunehmen, anstatt die niederländische. Wir werden uns sowieso noch mit dem Thema Steuern beschäftigen, auch in diesem Video, aber dazu später mehr. Wenn wir schon bei Consors sind, wer noch kein Depot hat, der kann ein Depot aufmachen. Ich habe hier, das habe ich jetzt gar nicht aufgemacht gehabt, auf meinem Blog. Hier sind wir. Da habe ich ein spezielles Angebot und zwar gibt es hier ein Starterpaket. Hier sieht man das Ganze. Wir haben hier drei Broker. Das sind drei Broker, mit denen sich mein Partner und ich auskennen. Und diese zwei Broker hier, die Consors und Comdirect, das sind sogenannte Full-Service-Broker. Das heißt, die bieten zum Beispiel auch eine Hotline an. Und wer dann ein Depot aufmachen möchte und für Sparpläne sich interessiert, kann zu Consors oder zu Comdirect. Und der ja, Clou an der Sache ist eben, dass man dann 90 Tage Vollmitgliedschaft kriegt im Aktienfinder. So viel dazu. Ich blende den Link dann nochmal hier im Video ein. Das ist wie gesagt der aktuelle Stand des Starterdepots bei der Consors Bank und auf der Seite wachstumswerte.net. Da siehst du dann auch den aktuellen Stand des Starterdepots, auch hier, also mit der G&V, Plus und Minus. Wir haben ja momentan nur Cisco und Microsoft im Depot. Microsoft hat jetzt Zahlen hinterlegt oder Zahlen veröffentlicht. Hinterlegt haben sie die bei der SEC. Und die sind sehr gut ausgefallen. Ich denke, die Aktie wird jetzt einen kleinen Sprung nach oben machen. Ja, unterstreicht im Prinzip, dass wir in qualitativ hochwertige Aktien investieren. Und wir sollten uns aber jetzt in dem Stand noch nicht über die G&V damit wirklich beschäftigen, ob wir da jetzt mit Plus oder im Minus sind, weil wir sind ja jetzt noch in einem extrem frühen Stadium und wir beschäftigen uns jetzt damit, dass wir gute Aktien ins Depot legen. Hier ist die Zielgewichtung nach Branchen. Und wir arbeiten dem Uhrzeigersinn ab. Wir waren im letzten Video hier. Jetzt kommen wir hier hin und relativ bald dann nochmal. Also jetzt mit diesem Video dann noch zwei weitere und dann sind wir einmal durch. Wir sind jetzt also im zyklischen Bereich Konsumgüter unterwegs und gehen wir dann mal zum Aktienfinder. Aber bevor wir das tun, ganz wichtig, der Risikohinweis. Mit Aktien kann man Geld verlieren, insbesondere wenn man nur kurzfristig unterwegs ist. Ich habe keine Glaskugel, weiß nicht, wo die Aktienkurse morgen übermorgen sein werden. Ich hoffe natürlich, dass sie langfristig steigen werden und habe auch allen Grund dazu, dies anzunehmen. Und ich gebe keine Kaufempfehlung ab. Man ist für sein Geld selbst verantwortlich und es geht auch nichts darüber, wenn man sich selbst Gedanken macht, nicht nur bei Aktien. So, dann sind wir jetzt hier beim Aktienfinder. Und hier geht es also ums langfristige Investieren und ich habe mir schon ein bisschen Gedanken gemacht und jetzt stelle ich gleich die Aktien vor, um die es geht. Wir sind im zyklischen Konsumbereich unterwegs, das habe ich ja bereits gesagt. Das heißt, ich filter erstmal auf dieses Segment und dann gucken wir uns hier noch oder sortieren wir hier noch nach der Branche. Und hier zyklische Konsumgüter, darum geht's. Und wir sehen hier einige Aktien, die eben in der entsprechenden Branche sind. Und dann sortiere ich hier mal noch nach Ranking, wobei ich das Ranking unserer Strategie hier mal auswähle. Das wäre Dividendenwachstum. Dann sehen wir, dass sich hier die Scores oder die Punktzahlen verändern. Und dann sortiere ich mal noch nach den höchsten Ranking oben für eben die zyklischen Konsumgüter. Und dann sehen wir, dass wir hier eine relativ hübsche Auswahl haben an hochwertigen Aktien. Und jetzt ist dann immer die Herausforderung, dass man da sparplanfähige Aktien findet, weil eben nicht alle Aktien sparplanfähig sind. Das ist von Broker zu Broker ein bisschen anders. Bei der Consors, die haben relativ viele, also mehr als die Comdirect, aber auch nicht alle. Ich habe schon Vorarbeit geleistet. Ich bin dann hier hingegangen und habe schon mal einen Merkzettel angelegt. Und da gibt's dann, oder da sind dann die Aktien drin, die ich mir ausgesucht habe, unter der Berücksichtigung der Sparplanfähigkeit. Man sieht schon, dass wir hier drei Häkchen haben.
Und dann schränke ich auch auf diese Aktien ein. Und jetzt können wir das hier wieder ein bisschen kleiner ziehen. Und wir sehen, dass wir hier LVMH haben, Adidas und Hasbro. Und jetzt muss ich gleich was dazu sagen. Wir haben faktisch nur zwei Aktien, die wir jetzt analysieren werden, weil ich war am Ende nicht mehr so richtig überzeugt von Hasbro als Spielzeughersteller, weil die doch einige Herausforderungen zu meistern haben, beispielsweise im Bereich, dass da ändern sich einfach die Gewohnheiten der Kids so relativ schnell und die haben auch Restrukturierungskosten. Das sieht man auch ein bisschen beim langfristigen Gewinnwachstum, wenn man mal draufklickt. Hier auch die Restrukturierungskosten, die im bilanzierten Gewinn Spuren hinterlassen haben und bei der Marge. Und deshalb, ich nehme die raus. Wir werden jetzt nur LVMH haben und Adidas und also nur zwei Aktien haben zur Abstimmung. Einen Deutschen und einen Franzosen und kein Amerikaner. Ich hätte gerne beispielsweise auch noch Nike drin gehabt, aber die sind nicht sparplanfähig. Und die anderen Aktien haben mich nicht so wirklich überzeugt. Und ich habe mir überlegt, ob ich doch noch, ob trotzdem Hasbro vorstellen soll, aber meine Meinung wäre wahrscheinlich durchgekommen und die hätten dann das Rennen eh nicht gemacht, gehe ich mal davon aus. Insofern haben wir zwei Aktien zur Auswahl und wir gucken uns die jetzt dann eben im Detail an. Und das kann ich mir schon vorstellen. Gehen wir erstmal auf LVMH. LVMH ist ja ein Franzose und jetzt kommt dann wahrscheinlich jetzt das Mimimi wegen der französischen Quellensteuer. Und da ist also dann auch die französische Quellensteuer ein Thema. Da habe ich mal ein bisschen was vorbereitet dazu, wie schlimm das wirklich ist, weil auch das muss ja in unsere Entscheidung einfließen bei der Abstimmung. Und wie gesagt, es ist eigentlich so, dass wenn wir eine ausländische Aktie haben, dann teilt sich im Regelfall über ein Doppelbesteuerungsabkommen der deutsche Staat mit dem ausländischen Staat die Quellensteuer. So ist es auch in Frankreich. Und wir haben in Frankreich ein Problem, dass wir eine Theorie haben und eine Praxis haben. Und ich habe mal hier beide dargestellt. In der Theorie ist es so, dass jetzt die Quellensteuer in Frankreich für ausländische Staatsangehörige, also zum Beispiel wir Deutsche, sind die Ausländer in Frankreich 12,8% beträgt, die Quellensteuer in Deutschland beträgt 25%. In Summe, ich mache es nochmal größer, in Summe kämen wir dann auf eine Steuerbelastung von 37,8%. Immer hier die Spalte anschauen. Wäre natürlich mehr als die 25% Abgeltungssteuer, die in Deutschland fällig werden. Deshalb ist der nette deutsche Staat hingegangen und hat gesagt, er rechnet 12,8%, sprich die gesamte Quellensteuer auf Deutschland an, sodass wir am Ende nur eine Gesamtbelastung von 25% haben. Das ist die Theorie. In der Praxis sieht es so aus, dass die Wertpapiere in der Lagerstelle verwahrt sind. Die Lagerstelle, die weiß nicht, ob es ein Franzose oder ein Deutscher ist. Das heißt, die Quellensteuerbelastung für einen Ausländer, also für einen Deutschen, liegt bei 30%. Das ist nämlich die genau gleiche Belastung, die auch ein Franzose hätte. Quellensteuer in Deutschland bleibt 25%, macht erstmal eine Steuerbelastung, wenn man es einfach nur zusammen aufaddiert, von 50%. Jetzt geht der deutsche Staat aber hin und sagt, ja, in der Theorie ist es ja so, dass du nur 12,8% bezahlt hast, deshalb rechne ich auch nur 12,8% an auf die Steuer, die du in Frankreich schon bezahlt hast, macht eine Gesamtbelastung von 42,2% anstatt 25%. Jetzt die Frage, ist das schlimm? Also gut ist es nicht, aber wie schlimm ist es tatsächlich? Da kann man einfach mal das ausrechnen. Momentan macht die Dividenden oder beträgt die Dividendenrendite von LVMH 1,57%. Wenn wir ein Jahr, also für ein Jahr lang mit 25 Euro pro Monat investieren in LVMH, da hätten wir einen Marktwert, eine Investitionssumme von 300 Euro. Und dann hätten wir also Dividenden brutto von 4,71. Und die Steuern wären in der Theorie 1,18, in der Praxis aber 1,99. Und hier sehen wir dann die Differenz in der Dividende, wenn wir jetzt auf 300 Euro berechnen fürs gesamte Jahr. Und dann hätten wir jetzt einen Nachteil von 81 Cent in dieser Beispielrechnung. Und das muss jetzt jeder selber wissen, ob dieser Nachteil groß genug ist, quasi, dass er sagt, nee, kommt für mich nicht ins Depot LVMH, aus Prinzip quasi, wegen der Benachteiligung in der Praxis gegenüber der Theorie oder ob er sagt, jo, ich nehme es mal zur Kenntnis und lasse es in meine Entscheidung einfließen, aber meine Entscheidung wird nicht ausschließlich hier auf diesen, beruht nicht ausschließlich hier auf diesen nachteiligen Steuereffekt. So viel zur Steuer in Frankreich, anwendbar auf alle Dividendenaktien, auf alle französischen Dividendenaktien, nicht nur auf LVMH, selbstverständlich. So, kommen wir mal zu LVMH an sich. Jetzt muss ich mal was trinken kurz.
ist ein Luxusgüterhersteller. Und ich habe hier auch mal was aufgemacht. Wollte gucken, wo die überall so ihr Unwesen treiben. Und das sieht man, wo sieht man das? So, hier sieht man das. Ich war ja auf der Investor Relations Seite und das ist die für die Consumer. Als ich zum ersten Mal draufgegangen bin auf die Seite, habe ich gedacht, ob die sich keine richtigen Models leisten können. Aber dann habe ich gelernt, dass es sich hier um die Tochter wahrscheinlich von McCartney handelt. Und so schlecht sieht die Dame ja auch nicht aus. Insofern ist es in Ordnung. Und wenn wir mal gucken, was die alle so machen, dann sieht man das hier. Also sie machen nicht nur Handtaschen, sie haben auch Weine, Spirituosen. Diageo, glaube ich, spricht man die aus, lässt grüßen. Also das war eine der Aktien, über die wir, ich glaube, im vorletzten Video abgestimmt haben. Da war auch Diageo zur Auswahl. Und LVMH und Diageo, die haben auch eine gemeinsame Historie. LVMH hat nämlich verhindert, dass Diageo quasi geboren wird, haben es offensichtlich nicht geschafft, sind in dem Bereich hier Konkurrenten. Und dann gibt es hier noch die Lederwaren, das sind, denke ich, die Handtaschen dabei, Parfüm, Kosmetik. Dann noch ja, Uhren und Schmuck und Selective Retailing. Das ist im Prinzip, ja, man kann sagen, Einzelhandel. Das sind so Beauty-Paläste. Und das macht im Prinzip LVMH. Und wie geht es weiter mit der Fundamentalanalyse, habe ich mir aufgeschrieben. Das heißt, in diesem Bereich hier. Was ich immer gern mache, ist, ich gucke mir erstmal auf Unternehmensebene an, wie sich die Umsätze und Margen so entwickeln, weil Umsätze und Margen, das ist quasi die Essenz des Gewinns und des Cashflows. Und das sieht ja sehr, sehr gut aus. Ich habe auf Wikipedia gelesen, LVMH hatte schwere Zeiten hinter sich, übrigens genau wie Adidas, aber die waren nicht mehr in diesem Jahrtausend, sondern im letzten. Und bei LVMH lief es in den 90er Jahren teilweise nicht rund. Aber wir haben hier ab 2000, 2001 und das sind schon gute Zeiten, wobei wir sehen, dass so richtig abgehoben hat LVMH seit 2010, haben sie wirklich schön steigende Umsätze bei doch recht stabilen Margen hier, momentan bei über 21%, waren mal leicht höher, 21,8%, dann wieder leicht niedriger hier bei rund 18, 18,5%, am niedrigsten 2014, aber insgesamt relativ stabil und die Umsätze, die wachsen wirklich sehr schön, ziehen sehr schön an. Und das Ganze übersetzt sich natürlich auch dann in steigende Gewinne pro Aktien, Cashflows pro Aktien und auch Dividenden, die schön anziehen. Bei der Nettomarge sieht man hier bei 2014 nur einen Ausreißer nach oben. Das ist dann dieser Huppel hier. Habe ich jetzt gar nicht angeguckt, woran das lag. Das habe ich jetzt als nicht wesentlich empfunden. Gehen wir mal in die Fondsanalyse rein. Da wollte ich mal hier den Zusammenhang darstellen zwischen Schulden und Übernahmen. Das fand ich mal ganz interessant, habe ich mir mal angeguckt. Und zwar haben wir hier die Verschuldung. Und man sieht, dass immer, wenn dieser Goodwill, der durch die Übernahme fremder Unternehmen zustande kommt, in die Höhe geht, dann gehen tendenziell auch die Schulden in die Höhe. Und das ist natürlich kein Zufall, sondern wenn man Unternehmen übernimmt, dann muss man die halt irgendwie finanzieren und die werden eben oft, nicht ganz, aber teilweise durch Schulden finanziert. Und dann sieht man zum Beispiel hier jetzt, dass der Goodwill in die Höhe gegangen ist und die Schulden, die sind auch in die Höhe gegangen. Hier sieht man das auch relativ schön. Insgesamt ist aber die Schuldenquote relativ stabil, sodass man sich da keine Sorgen machen muss. Die war 2004 zum Beispiel bei 63%, liegt momentan nur bei 54% in Anführungszeichen. Ist soweit alles in Ordnung. Nur weil die Schulden übrigens in die Höhe gehen, heißt das nicht, dass die Schuldenquote in die Höhe geht. Denn die Schuldenquote berechnet sich Schulden geteilt durch das Gesamtvermögen. Das Gesamtvermögen vermehrt sich ja im Rahmen von Übernahmen. Und insgesamt sieht das Ganze dann aus wie folgt, bilanztechnisch gesehen, sieht man das dann hier, wie dann das Vermögen eben wächst und die Schulden wachsen eben mit. Ist soweit alles in Ordnung. Aktienrückkäufe finden kaum statt. Wenn, dann steigt die Anzahl der ausstehenden Aktien im Regelfall leicht an. Hier mal 2,6% im Regelfall, aber mehr oder weniger faktisch unverändert. Insofern hier keine Probleme. Die Dividenden sehen wir, dass die schön wachsen. Und momentan haben wir eine Dividendenrendite von 1,57%.
Das ist jetzt nicht so hoch, aber wir haben Dividendenwachstum. Und ihr habt mich gebeten, weil ich das letztes Mal nicht gemacht hatte, den Dividendenturbo da dann auch mal zu zeigen und am Ende dann auch die dividendenbasierten Kennzahlen zu zeigen. Das machen wir gleich. Ich wollte aber noch ganz kurz die Segmente nochmal anschauen von LVMH. Und zwar, das ist Adidas. Jetzt habe ich das schlecht vorbereitet. Ich muss in den Jahresbericht gehen. Moment. Da sind wir. Das ist nicht der Jahresbericht. Das ist einfach nur so eine Präsentation von 2018. Und da haben wir hier irgendwo dann die Übersicht bezüglich der Umsätze pro Segment. Das wäre hier. Und was ich dann auch wichtig finde, wie sich es entwickelt hat. Und wir sehen hier die Segmente, die ich ja auch kurz auf der Homepage vorgestellt habe. Und da sehen wir, dass eben Fashion und Leather Goods, wo eben auch die Handtaschen dabei sind, ist das mit Abstand wichtigste Segment und es ist organisch um 15% gewachsen. Das zweitwichtigste Segment wäre dieses Selective Retailing. Das sind eben diese Konsumtempel. Kann man sich auf der Homepage von LVMH dann auch nochmal schön anschauen. Ach, das mache ich jetzt nicht. Im Prinzip ist es stationärer Einzelhandel, der eigentlich geplagt ist, eher von rückläufigen Umsätzen. Aber wie man sieht, bei LVMH läuft es ganz gut. 6% organisches Wachstum. Was kommt als drittes? Das wäre dann hier Parfüm und Kosmetik. 14% organisches Wachstum. Gefolgt von Wein und Spirituosen. Hier haben sie also nur aufgeteilt in Untersegmente. Insgesamt 5% organisches Wachstum. Und dann eben dieses Selective Retailing mit ja 6%. Achso, nee, falsch. Dann hier Uhren und Schmuck mit 12% organischem Wachstum als schwächstes Segment. Und was ich nicht schlecht finde im Prinzip auch, das ist, wir haben hier Others und Eliminations. Das heißt, die gehen schon hin und sieben auch aus, wenn was nicht so gut läuft. Und insgesamt haben wir ein organisches Umsatzwachstum 2017 zu 2018 von 11%. Das ist schon eine ordentliche Hausnummer. Und hier sieht man nochmal das gleiche organische Umsatzwachstum. Und hier sehen wir dann auch nochmal die Profitabilität von dem Ganzen, aber nicht auf Segmentebene. Hier ist das Ganze auf Segmentebene. Genau. Und da sehen wir, dass alle Segmente profitabel sind und dass wir hier sogar ein stärkeres Gewinnwachstum haben, der einzelnen Segmente, als wir ein Umsatzwachstum haben, was auf steigende Margen schließen lässt. Und wir haben ja hier auch steigende Margen. Operative Marge in 2017 waren 19,4 und jetzt 21,3. Wobei das hier ja schon, also sehr stark anzieht hier. Jedenfalls, wir sehen hier viele Segmente und die sind alle positiv und ich finde das auch positiv und das ist jetzt also Zeit für den Dividendenturbo. Aber hier bei LVMH, Hasbro habe ich rausgenommen gehabt, jetzt also LVMH und gucken wir uns jetzt mal die Dividende näher an. Mache ich noch ein bisschen größer. Und momentan kriegen wir 1,57%. Dieser leichte Strich hier, das ist quasi die Durchschnittsdividende auf die letzten 12 Monate bezogen. Und diese blaue Linie hier, das ist immer das Auf und Ab, immer im Monatsraster. Und wir sehen, dass wir hier vor kurzem mal über 2% gekriegt hätten bei LVMH zum Jahreswechsel. Aber da sind ja die Aktienkurse komplett eingebrochen über den gesamten Markt, über die gesamte Marktbreite. Und entsprechend ist dann auch der Preis bei LVMH runter und hätte man mal mit 2,1% knapp einsteigen können. Momentan sind wir bei 1,57%. Wenn wir mal hier ein bisschen den Zoom zurücksetzen, das heißt uns mal hier das Gesamtbild geben in der Historie, da sehen wir eigentlich, dass wenn wir mal hier so einen 10-Jahres-Korridor machen, dass wir uns im unteren Bereich des 10-Jahres-Korridors bewegen, aber immer noch im 10-Jahres-Korridor drin sind. Wir haben hier die Finanzkrise. Da ist natürlich der Kurs entsprechend eingebrochen. Da hätte man mal mit 3,7% zum Zug kommen können. Aber das sind natürlich Ausnahmesituationen.
Und ob man dann wirklich einen Nerv gehabt hätte zu kaufen, ist eine andere Frage. Wir sehen hier mal, dass es relativ lang im oberen Bereich des 10-Jahres-Korridors war, die Dividendenrendite, wo die dann irgendwo bei 2% liegt. Hier war es dann nochmal kurz drüber mit 2,6%, also über 2%, habe ich mich jetzt vertan. 2,4% wäre das dann oben drüber gewesen, hier mal 2,6%. Hier mal kurz die Rückkehr zum 10-Jahres-Durchschnitt, als Ende des Jahres die Aktienkurse eingebrochen sind. Momentan liegen wir im unteren Bereich des Korridors. Nett ist natürlich, dass die Dividenden weiter steigen sollen, was auch realistisch ist. Das heißt, wir würden dann ab dem Januar 2020 voraussichtlich dann wieder im Mittelfeld des 10-Jahres-Korridors uns bewegen und dann im Jahr drauf, dann wären wir schon oben drüber und hätten dann eine Dividende von 2,2%, die wir erwarten könnten. Man sieht hier in dieser, wie ich das nenne, Dividendenleiter, dass die Dividende schön zuverlässig erhöht wird. Ist immer rückläufig oder die Dividenden auf die letzten 12 Monate kumuliert und man sieht, dass die immer schön ansteigen und das Dividendenwachstum, das beschleunigt sich jetzt auch noch ein bisschen. Ist ja jetzt auch nicht so verwunderlich, wenn wir uns, wie ich jetzt die Zahlen anschaue, die ich auch gerade ein bisschen im Detail gezeigt habe. Was wir hier übrigens sehen, das ist auch interessant. Das sind die Kennzahlen, wo die aktuelle Dividende verglichen wird mit der Durchschnittsdividende immer auf 12, 2 Jahre, 5 Jahre und 10 Jahre. Jetzt auch hier mal den 10-Jahres-Korridor. Und hier sehen wir dann überall ein Minus. Das heißt, dass wir mit der aktuellen Dividendenrendite bei diesen drei Aktien unter dem historischen Mittel liegen. Ausnahme kurz hier mal Adidas auf dem Vergleich zu 2 Jahren. Da sind wir gerade im historischen Mittel. Gucken wir uns dann auch noch im Detail an. Das ist übrigens eine einmalige Geschichte, die gibt es sonst nirgends. Es gibt Tools, ich kann es mir nicht verkneifen, die sowas Ähnliches machen, die dann aber nur statische Listen im Prinzip verkaufen, die einmal wöchentlich aktualisieren und das Tool, an das ich jetzt gerade denke, werden dann 200 Euro fällig dafür. Das ist quasi mehr als für die gesamte Aktienfinder.net-Plattform. Und ja gut, ich lasse es mal damit sein. Dann ist das also LVMH. Was dann auch noch interessant ist, das ist die Bewertung von der Aktie. Und zwar Dividendenrendite, mal zum Dividendenturbo angeschaut. Lass mich mal kurz hochgehen. Wir sehen ja hier schön mit dem Ausreißer hier, dass die Gewinne und operativen Cashflows sehr schön parallel verlaufen. Das heißt, wir können die beide für die Bewertung nehmen. Zoom mal hier ein bisschen rein. Und wir sehen jetzt hier, dass weil dieser enge Balken über den breiten Balken hinausragt und dieser breite Balken, der berechnet sich auf dem 10-Jahres-Durchschnitt vom KGV und hier vom KCV, dass momentan die Aktie also teuer ist. Teurer als im historischen Mittel, also im 10-Jahres-Mittel. Und jetzt sehen wir dann, dass hier dieser innere Balken immer weiter zurückgeht in der Zukunft, weil ja der Gewinn steigt, aber der Aktienkurs bleibt ja gleich. Das sehen wir dann auf den heutigen Aktienkurs bezogen. Das heißt, das KGV und das KCV, die schrumpfen dann wegen der steigenden Gewinne und Cashflows. Und wir hätten dann hier in 2021, wie man das sieht, so ungefähr dann den fairen Wert, also das Mittel erreicht. Und das ist genau das, was wir hier unten sehen. Gucken wir uns jetzt erst nochmal den Kurs an. Dann sehen wir hier, dass der Kurs eben angezogen ist im Vergleich der letzten Monate und das sind momentan kostet die Aktie, die ist nicht ganz billig, 383 Euro. Aber dank dem Sparplan kann uns das egal sein. Wir kriegen halt einen winzigen Bruchteil über die 25 Euro von der Aktie. Das ist halt, muss ich schon sagen, ziemlich cool. Also die Sparpläne erlauben uns es eben auch in teure Aktien zu investieren. Sogar Amazon könnten wir besparen mit der 2.000-Dollar-Aktie, könnten wir mit 25 Euro quasi investieren. Ist übrigens nicht bei jedem Broker so. Ich hatte mir auch noch kurz überlegt, den Sparkassenbroker zu nehmen und auch den zu empfehlen im Rahmen von der Online-Depot-Eröffnung, wo es dann die Aktienfinder-Vollmitgliedschaft gibt. Habe dann aber davon abgesehen, weil man da eben keine Bruchstücke besparen kann. Das heißt, auf dem Papier kann man dann beim Sparkassenbroker, glaube ich, 600 Euro sind da sparplanfähig in der Realität, aber nur die. In unserem Fall, wo wir dann eben die weniger als 25 Euro kosten, das ist dann wieder eine witzlose Veranstaltung. Insofern halt doch Consors oder comdirect. Und hier, wir sehen eben, dass der Preis angezogen ist.
Und deshalb sind wir jetzt auch sportlich bewertet. Holen wir uns jetzt die fairen Werte auf Basis des Gewinns, des operativen Cashflows und der Dividende. Und wir sehen, dass die alle wirklich nah beieinander liegen, diese ganzen Fair Values. Das heißt, das ist wirklich ein Indiz für eine qualitativ hochwertige Aktie, die sich sehr stetig, also sehr stabil weiterentwickelt, fundamental gesehen. Und dann können wir auch schöne, faire Werte ausrechnen, die nah beieinander liegen. Kämen wir hier auf faire Werte zwischen 243 und knapp 270 Euro. Und bei einem Kurs von 380 Euro ist schon drüber. Und dann sehen wir, wie der faire Wert hier anzieht. Da wären wir jetzt schon bei ungefähr 300 bis 320 und dann zwischen 340 und 370 Euro. So nah am, relativ nah am heutigen Kurs und hier dann noch näher am heutigen Kurs. Beziehungsweise schon leicht in der Unterbewertung drinne, basierend auf der Dividende jedenfalls. Ich sage ja immer, dadurch, dass wir über Sparpläne das Ganze machen und so langsam sukzessive einsteigen, ist das jetzt aus meiner Sicht kein K.O.-Kriterium, dass die Aktie erstmal teuer ist. Würden wir jetzt einmalig investieren in die Aktie 1.000 Euro reinbuttern oder sag mal 1.300 noch was Euro reinbuttern, damit wir zu drei Aktien kommen, dann wäre das natürlich schon ein gewichtigeres Negativkriterium, dass die Aktie teuer bewertet ist, weil wir dann mitrechnen müssen, dass sie irgendwann zum fairen Wert zurückkommt, wenn spätestens dann, wenn allgemein die Marktlaune am Aktienmarkt schlecht ist, so wie wir es zum Dezember gesehen haben, 2018 im letzten Jahr. So viel zu LVMH und dann kommen wir zu Adidas. Was Adidas macht, weiß glaube ich jeder. Das stärkste Segment sind Sportschuhe nach wie vor. Von da kommt ja Adidas auch. Ich muss noch was trinken. Und da hatte ich auch, gucken wir mal hier, nein, hier ist der Jahresbericht. Und das ist auch LVMH, also Jahresbericht. Da habe ich mir aufgeschrieben, Seiten 117 und 118. Das wäre hier. Und da geht's dann, da stellen sie dann nochmal die einzelnen Segmente vor. Und wer sich dann nochmal im Detail dann vielleicht reingucken möchte, also merken, Seite 117, 118, da wird dann nochmal ein bisschen näher drauf eingegangen, welche jetzt die starken Segmente sind. Ich muss selbst nochmal kurz suchen. Hier sind die Umsätze nach den Regionen. Das wollte ich jetzt aber eigentlich gar nicht so. Hier sind die Umsätze nach den einzelnen Segmenten. Und da sieht man dann, das, was ich gesagt habe, Schuhe, wo Adidas herkommt ursprünglich. Das ist nach wie vor das stärkste Segment. Und dann haben wir hier Bekleidung und Zubehör. Und bei Schuhe und Bekleidung, da haben wir jetzt hier positive Umsätze, Umsatzentwicklung bei Zubehör. Das könnte zum Beispiel Parfüm sein. Da haben wir gerade einen negativen Trend, aber das ist eher unter ferner Liefen. Ja, was ist noch interessant? Sollen wir vielleicht doch auf die einzelnen Regionen mal kurz eingehen hier? Schub rüber. Das sind, ja, das ist doch interessant, weil in Europa stagniert der Umsatz momentan hier 0% Änderung, während in Nordamerika und in Asien Pazifik die Umsätze gewachsen sind, Vergleich 2018 zu 2017. Nordamerika, da ist ja Reebok übernommen worden. Und da hat sich dann Adidas seine Position gestärkt. Reebok war ja in Nordamerika relativ stark, Adidas eher schwach. Und in Europa war das genau umgekehrt. Da war Reebok relativ schwach und Adidas eben relativ stark. Und das hat sich wohl sehr gut ergänzt, das Ganze. In Lateinamerika wachsen sie auch. Emerging Markets, leichten Umsatzrückgang. Aber eben vor allem Nordamerika und Asien haben wir gute Geschäfte. Und wir sehen, dass Asien, Pazifik, die stärkste Region ist von Adidas, gefolgt von Europa, wo wir eben gerade mit Stagnation kämpfen. Und dann als drittes kommt Nordamerika, wo wir auch sehr gut zulegen konnten, also Adidas sehr gut zulegen konnte. Und dann gucken wir uns jetzt mal hier das fundamentale Bild erstmal auf Unternehmensebene an von Adidas. Hier übrigens ist auch schön, man sieht, dass es hier keine außerordentlichen Effekte gibt. Die Nettomarge liegt immer leicht unter der operativen Marge. Die Umsätze ziehen schön an seit 2005. Und die operativen Margen, ja, die Margen insgesamt, die gehen mal ein bisschen hoch, gehen mal ein bisschen runter. Aber die haben sich dann stabilisiert und sind jetzt
sehr stabil, liegen bei 11,3%. Also weniger, also niedriger jetzt als bei LVMH beispielsweise. Aber das ist für mich jetzt nicht schlimm. Also für mich ist immer wichtig, oder worauf ich immer schaue, das ist, dass die Margen zuverlässig sind. Ist natürlich schön, wenn sie steigen, aber ist blöd, wenn sie in einem Jahr steigen und im nächsten wieder fallen. Da habe ich lieber stabile Margen. Und natürlich sind jetzt 21% weniger als 11%, aber das macht überhaupt nichts. Es kann auch ein Unternehmen, ein super Unternehmen sein, wenn die Margen nur 3 oder 4% betragen. Das gibt es, glaube ich, Bunzl zum Beispiel in Großbritannien. Die haben total niedrige Margen, margenschwaches Geschäft, aber das ist egal, weil die Umsätze wachsen einfach und die Margen bleiben stabil. Und insofern führt das auch zu Gewinnwachstum, zu zuverlässigem Gewinnwachstum. Und hier sehen wir dann eben wieder das Ganze basierend auf den Gewinn und operativen Cashflow und Dividende pro Aktie. Hier gab es mal eine Dividendenkürzung in 2010. Finanzkrise lässt grüßen und seitdem wurden die Dividenden aber schön gesteigert. Insbesondere in den letzten Jahren sind die ganz schön angezogen und müssen auch weiterhin stabil wachsen. Deckt sich ja mit den wachsenden oder mit den jetzt sehr stark anziehenden Unternehmensgewinnen und den stabil anziehenden, nicht stabil anziehenden, allgemein anziehenden Cashflows. Wir haben hier übrigens einen Hubbel beim operativen Cashflow. Habe geguckt, woran das liegt, im Geschäftsbericht, in der Kapitalflussrechnung. Und das liegt im Prinzip an dem besseren, ja, Forderungsmanagement und Management der Verbindlichkeiten. Die haben nämlich ihre Forderungen besser eingetrieben im Vergleich zum Vorjahr. Und das führt dazu, dass mehr Geld ins Unternehmen gekommen ist. Auf der anderen Seite haben die ihre Verbindlichkeiten nicht bezahlt, also haben längere Verbindlichkeiten ausgehandelt. Und auch das führt dazu, dass weniger Geld abfließen muss oder dass weniger Geld abgeflossen ist im Vergleich zum letzten Jahr. Und deshalb hier der extra Hubbel. Aber dann sehen wir ja hier, dass sie wieder nach unten gehen soll, dass sie sich quasi dann wieder im Trend liegt. Und das halte ich auch für sehr realistisch, weil man kann ja nicht das Zahlungsziel der Lieferanten ewig strecken und die eigenen Kunden immer sofort zur Kasse bitten, dass sie dann irgendwann bezahlen sie sofort an der Kasse. Und also das kann man nicht unendlich treiben, dieses Spielchen. Das ist quasi was Außergewöhnliches hier. Führt aber dazu dann, dass wir bei der Fair Value Berechnung den operativen Cashflow für den 30.09. nicht nehmen sollten, weil der quasi außerordentlich hoch ist. Gehen wir mal in die Vollanalyse. Und jo, was sehen wir da? Wir sehen, dass hier was rot ist. Das gucken wir uns mal kurz an. Und zwar haben wir ja hier die Finanzierung der Dividenden aus eigener Kraft, also aus dem eigenen Ergebnis, aus dem eigenen Cashflow. Hier sehen wir wieder diesen Hubbel, der eben dadurch zustande kommt, das, was ich gerade gesagt habe. Das ist genau das Gleiche, nur hier nicht pro Aktie, sondern hier auf Unternehmensebene und basierend auf dem Free Cashflow. Der freie Cashflow, der zieht natürlich auch an. Wenn der operative Cashflow höher ist, dann ist auch der freie Cashflow höher, weil da liegt zwischen den beiden liegen nur die Investition. Und wir sehen ja, dass die Dividende jetzt locker gedeckt ist, aber ja auch dann gedeckt, wenn wir hier uns das einfach so weiterdenken, so linear und nicht hier diesen Hubbel haben. Wir sehen aber hier, dass in den Jahren 2013 und 2014 die Dividende nicht komplett gedeckt war. Durch den freien Cashflow sieht man auch hier, wurde dann aber trotzdem, die Dividende wurde da trotzdem leicht gesteigert. Eins, oder? Moment, ich habe nicht 1,35, ja, 1,50 und dann wieder 1,50, dann wieder gesteigert. Also, ja. Keine Dividendenkürzung, nur weil der Free Cashflow nicht reicht. Das ist das, was ich sagen wollte. Und hier sehen wir wieder, dass die Anzahl der ausstehenden Aktien sich kaum verändert. Hier mal 3,5% runter, hier mal 2,3% mehr. Den Grund habe ich jetzt nicht gesucht, also da passiert wenig. Hier haben wir mal eine relativ hohe Rückkaufquote hochgerechnet auf das Gesamtjahr. Ich nehme an, das nivelliert sich dann auch. Vielleicht, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber ich denke, das ist nicht wesentlich. So, gucken wir uns das Ganze mal im Dividendenturbo an, wie es da aussieht, Adidas. Und wir haben momentan eine Dividende von 1,19%, also ein bisschen niedriger als von LVMH, sind aber im Vergleich auf die letzten 12 Monate relativ in der Mitte, also nicht unten angelangt. Und dann sehen wir ja hier die Steigerung der Dividende, die dann dazu führen, dass wir dann bald 1,4%, dann 1,6% und ab dem
am 31.01. im Vergleich rückwirkend 1,8% hätten. Wir sehen ja hier aber, dass in 2014 die Dividende deutlich höher war. Ne? Da wären wir mit 2,6% eingestiegen. Setzen wir den Zoom nochmal ein bisschen weiter zurück. Finanzkrise zum Beispiel, was hätten wir da gekriegt? Finanzkrise wäre hier 2,17%, aber hier hätten wir mehr bekommen. Und wenn wir den 10-Jahres-Korridor nur als Beispiel mal einblenden, dann sehen wir, dass wir hier jetzt eher im unteren Bereich angelangt sind. Vom 10-Jahres-Korridor bei der Dividende. Wäre aber auch schon niedriger gegangen. Hier hätten wir mal weniger als 1% gekriegt. Da sind wir jetzt relativ gut bedient mit 1,2%. Ja, so viel zum Dividendenturbo. Man kann hier ja übrigens ja immer dann wenn man nicht die Aktie, wenn man ein Auge auf die Aktie geworfen hat, aber die momentan nicht kaufen möchte, also teuer ist, beziehungsweise weil die Dividendenrendite nie zu niedrig ist, dann kann man sich hier dann seine Wunschdividendenrendite eingeben und dann warten, bis man eine Mail bekommt, dass die Dividendenrendite irgendwann erreicht wurde und dann kaufen. Das ist dann der Dividendenalarm und analog dazu gibt es dann auch einen Preisalarm im Aktienfinder. Wir gehen wieder zurück in den Aktienfinder, setzen aber keinen Preisalarm. Und dann gucken wir uns jetzt die aktuelle Bewertung an. Und auch da sehen wir hier, dass das KGV momentan mit 31 über dem 10-Jahres-Mittel von 23 liegt, relativ deutlich drüber. Und beim KCV haben wir auch eine Überbewertung, aber das KCV können wir nicht nehmen, weil wir ja diesen Hubbel nach oben haben. Das können wir vergessen. Also wir können hier nur das KGV nehmen. Und da blenden wir dann auch gleich hier den fairen Wert aus, der auf dem operativen Cashflow passiert, beziehungsweise man kann es schon nehmen, man kann halt nur nicht den Zeitpunkt nehmen, der verfälscht ist, also in unserem Beispiel die beiden hier. Wenn wir aber hier, dann wäre das dann wieder okay. Ich blende es trotzdem aus. Wir nehmen jetzt also den fairen Wert basierend auf dem Gewinn und auf der Dividende, da wäre jetzt Adidas, dürfte wie viel kosten? Zwischen 207 und 218 oder 208 und 218 Euro. Kostet aber 281 bzw. 282 Euro, also von daher die Überbewertung. Im letzten Jahr war das noch relativ fair bewertet, die Aktie. Jetzt aber eben angezogen. Und wir haben aber ja auch steigende Gewinne in Aussicht. Das heißt, dann steigt ja auch bis zum Ende des Geschäftsjahres der Gewinn und dann wäre die Aktie fair bewertet bei 240 bis 260 Euro. Wäre also die Überbewertung gar nicht mehr so hoch und dann im Folgejahr hätten wir den fairen Wert erreicht und noch ein Jahr weiter. Hätten wir eine Unterbewertung, dürften dann also bis dahin mit Kursgewinn rechnen. Nicht nur steigenden Dividenden, sondern nein, auch Kursgewinn. Gut, dann, ich vergesse es nicht, lasst uns nochmal hier das Ganze anschauen. Die beiden bei den bezüglich der dividendenbasierten Kennzahlen. Hasbro will ich loswerden. Das schaffe ich, indem ich den Merkzettel quasi aktualisiere. Gucken wir uns mal an, wie groß die Unternehmen sind. LVMH ist größer als Adidas. Adidas hat eine Marktkapitalisierung von 55,5 Milliarden und LVMH von 192 Milliarden Euro. LVMH hat auch die etwas höhere Dividendenrendite, brutto, ohne französische, deutsche Quellensteuer. Und dann haben wir hier die Ausschüttungsquoten. Die sind bei Adidas niedriger als bei LVMH, aber auch bei LVMH im grünen Bereich. LVMH, also Dividendenaristokrat, sind wir beide noch weit entfernt. Das sind aber zuverlässige Dividendenzahler. Das sieht man hier in der Stabilität der Dividende. Wir hatten bei Adidas ja mal einen kleinen Dividendenrückgang, dann mal eine nicht steigende Dividende. Und bei LVMH habe ich jetzt nicht geguckt, ob wir da mal irgendwann einen Dividendenrückgang hatten. Ich glaube, in den letzten Jahren definitiv nicht. Die beiden Unternehmen steigern ihre Dividenden, also sehr dynamisch, wie man das hier sieht. Und zwar im Schnitt auf die letzten 5 Jahre bei LVMH um 15% und bei Adidas sogar über 20%. Und der jährliche Zuwachs der Dividende bei Adidas 50%. Das ist natürlich schon heftig. Das wäre dann hier von ja, Adidas 2,60 auf 3,91. Dazu kommen dann die hohen das geschätzte Dividendenwachstum zustande. Ich überlege mir übrigens, den Prozess zu ändern, mit dem, wie ich den jährlichen Zuwachs der Dividende berechne, ob ich den basierend ausschließlich auf den Prognosen machen soll, dann wäre nämlich das Dividendenwachstum hier etwas niedriger. Gehen wir mal noch auf den Dividendenbenchmark
Und man sieht hier das Dividendenwachstum, das prognostizierte von Adidas, die ersten Jahre 1 zu 1 die Prognosen wiedergegeben, der Analysten. Und dann nehme ich ja hier das niedrigere Dividendenwachstum, also hier nicht die 50%, sondern die 20%, also den Schnitt der letzten 5 Jahre, weil es dann eben realistischer ist als 50%. Kürzt dann noch immer um 2% das Dividendenwachstum nach unten. Und dann kommt diese Kurve raus und die biegt sich aber trotzdem die gekürzten Dividendenwachstum hier schön nach oben. Also diese Dynamik sieht man schon. Und halten wir mal noch LVMH gegen. LVMH hier. Und da sehen wir, dass LVMH eben nicht ganz mitkommt. Wir sehen, dass LVMH eine höhere Dividendenrendite hat am Anfang. Und dann sehen wir aber, dass sich das überkreuzt. Im Jahr 2025 wird es dann ungefähr die gleiche Dividende geben. Und so es denn kommt, so kommt wie hier in der Prognose, ist nur eine Prognose, gell? Dann würde dann eben Adidas an LVMH vorbeiziehen. Ja, gut. Das wären also die beiden Aktien, also diesmal nur zwei, weil ich Hasbro dann ausgeklammert habe. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und jetzt viel Spaß beim Abstimmen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.